Schönen guten Tag. Im Studio der Epoch Times ist heute zu Gast Dr. Thilo Sarrazin. Weithin bekannt war er schon als Finanzsenator in Berlin, aber es kamen dann Zeiten, in denen er mit eigenen Büchern für viel Aufregung sorgte. Gar nicht beabsichtigt, die Aufregung, aber sie entstand, weil sie sich trauten, viele Dinge beim Namen zu nennen. In eine Position, in die ich von der weiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, kam ich eigentlich erst in relativ davorgerückten Jahren, im Jahr 2002, als ich Berliner Finanzsenator wurde. Und da war ich an sich aber der Thilo Sarrazin, der ich immer schon war, nur wurde ich jetzt von viel weiteren Kreisen wahrgenommen. Und dieser, der Thilo Sarrazin, der ich immer schon war, hatte immer eine Tendenz, die Dinge für sich da geistig auf den Punkt zu bringen und auch eine Tendenz im Gespräch mit anderen genau diesen Punkt dann auch dann überzubringen. Und die Berliner lebten in der Illusion, sie müssten praktisch jetzt in die Zukunft hinein wachsen, indem sie mehr Einnahmen generieren, und sie wollten mehr Einnahmen generieren, indem sie mehr Ausgaben tätigten, während ich diese ganze Sache als der grundlegend verfehlt ansah. Und in einem Interview dann mit dem Tagesspiegel sagte ich dann wenige Wochen nach meiner Amtsübernahme, ich habe mir das angeschaut, Berlin hat kein Einnahmenproblem. Unsere Einnahmen pro Kopf sind höher als in Hamburg. Der Berlin hat ein Ausgabenproblem. Jetzt sind Sie zu dem Schluss gekommen. In der zweiten Zeile heißt es dann, Irrtümer und Illusion ideologischen Denkens. Ja, ideologisches Denken ist... Ideologie ist ein Wort. Ja. Was ist eine Ideologie? Ideologie ist eine geistige Handlungsanweisung, wie ich auf die Welt schaue. So, und jeder braucht natürlich eine gewisse geistige Handlungsanweisung. Jeder braucht da Standpunkte. Ohne Standpunkte kann man auch keine Fragen stellen und so weiter. Es geht also nicht darum, dass man ohne Meinungen und also standpunktlos durch die Welt irrt, sondern es geht darum, dass man, wenn man die Welt und die Gesellschaft und Einzelerscheinungen betrachtet, das gilt gleichzeitig für die also Naturwissenschaften, eigentlich überall, wo der Mensch um der Erkenntnis ringt, da geht es darum, dass man zwar mit bestimmten Fragen an die Dinge rangeht, dass man gleichzeitig aber schaut, dass man sich nicht ideologisch verengt. Der also klassische Marxist oder der Kommunist sieht überall die Ausbeutung der Arbeiter und er sieht das böse Kapital. Der klassische Marktideologe sieht überall das Wirken heilsamer Marktkräfte und da vernachlässigt, dass dabei viele Menschen unter die Räder geraten. Und der religiöse Fanatiker unterscheidet die Welt nach der Gläubigen, nach Ungläubigen, danach Erleuchteten und Unerleuchteten, und er will den Ungläubigen ans Leder, möchte sie am liebsten ausrotten, damit die Wahrheit, die, so wie er sie sieht, die religiöse Wahrheit, dann über allem scheint. Und diese Gefahr ideologischen Denkens, also praktisch aus einer eingeengten Perspektive von Ideen auf die Welt zu schauen und sie nur nach dieser Perspektive zu sortieren, ist dem Menschen angeboren, weil der Mensch möchte sich seine Umwelt gerne einfach machen, er möchte auch einfache Erklärungen haben und er muss dieser seiner angeborenen Neigung, die Welt verengt zu sehen, muss er immer wieder begegnen. Denn nur so kommt er auf die Wahrheit. Und die Wahrheit ist natürlich vielfältig und wir sind alle irrtumsanfällig und darum bei vielen Dingen, die wir jetzt für wahr halten, werden wir möglicherweise auch erkennen irgendwann, dass wir uns geirrt haben. Aber das ist dann wiederum Erkenntnisfortschritt, wenn man sich bemüht, die Welt so zu sehen, wie sie ist und dabei offen bleibt für all das, was dem eigenen Standpunkt widerspricht. Es ist ein Teil der politischen, aber auch der privaten Lebenskunst, so viel von der Welt auszublenden, dass ich mit dem Rest vernünftig umgehen kann. Und anders, also funktioniert das auch bei uns im Privatleben und
und im Beruf nicht. Wenn ich jetzt, ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt schreibe, wenn ich also Schriftsteller bin, dann brauche ich Ruhe. Darf mich niemand stören, darf niemand anrufen, darf niemand ins Zimmer kommen. Ich muss meine Gedanken konzentrieren können. Insofern habe ich mir meine kleine Blase geschaffen, damit ich jetzt das tun kann, was ich will. Wenn ich als Politiker tätig bin, habe ich ja ganz viele Anforderungen, die um mich herum können. Und ich brauche einen Filter. Und wenn der Filter sich in die falsche Richtung entwickelt, wirkt er zur Blase. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter habe, die mich von unnötigen Anfragen abschirmen, die mir nicht jede unangenehme Nachricht gleich also brühwarm hinterbringen, die dafür sorgen, dass ich in Ruhe meine Sachen machen kann, ist das vernünftig. Wenn mich dieselben Mitarbeiter von der Wirklichkeit abschirmen und zulassen, dass ich mich in meinen eigenen Irrtümern verstricke, dann habe ich eine Blase geschaffen. Und dann werde ich zum Opfer meiner Blase. Das kann man jetzt wunderbar sehen an Putin. Hat Putin eigentlich noch die Wirklichkeit im Blick, wie sie sich jetzt vollzieht in der Ukraine und auch was die militärischen Misserfolge angeht? Ja, sagen die einen, er hat alles im Blick, er ist ja unser großer Führer, er wird das schon wissen. Andere, auch von seinen Anhängern, vermuten zunehmend, dass er von seinen Beratern abgeschirmt wird und die Dinge gar nicht mehr sehen kann. Wiederum andere sagen, ja, er... Da will sie vielleicht auch gar nicht sehen. Also er wird irgendwo vielleicht auch zum Opfer der eigenen Blase. Das können wir jetzt von außen nicht beurteilen. Ja. Aber irgendwie müssen ja Fehlentscheidungen zustande kommen. Und sobald ein Politiker sich zum Opfer seiner eigenen Einstellungen wird und letztlich die eigenen Einstellungen nicht mehr kritisch hinterfragt, kommt er in eine Lage, wo er dann ganz schnell, weil er ja auch Macht hat und viele ihm nach dem Munde reden, die er trifft, letztlich in solch eine Blasensituation hineinkommt dann häufen sich die Fehlentscheidungen. Das ist natürlich so, der Politiker muss ja sein Volk hinter sich bringen, seine Anhänger hinter sich bringen. Cäsar war berühmt für seine Ansprachen an sein Heer. Kurz ehe es in den Kampf ging, das konnte er sehr gut. Er hatte eine laute Stimme, er konnte auch wunderbar formulieren. Er konnte seine Soldaten begeistern. Insofern war natürlich das wir schaffen das in der Ansprache des Feldherrn vor der entscheidenden Schlacht. Ja. Oder also Nelson in der Schlacht von nach Trafalgar, wo er dann flaggte, England expects everybody to do his duty, und dann ging es los. Das ist natürlich klar. Wenn man aber sich gegen eine übermächtige Wirklichkeit und gegen abschirmt und praktisch irrealen Zielen unterordnet und dies dann verkauft unter wir schaffen das, dann wird es eben objektiv für die Gesellschaft schädlich. Das war im Fall von Angela Merkel auch der Fall. Da merken viele, auch meiner Gesinnungsfeinde, dass in der Gesellschaft etwas schiefläuft. Natürlich führt dies auch im Feuilleton zu großer inhaltlicher Verunsicherung, dass der ganze gelebte Pazifismus Deutschlands und auch die nahezu der Totalabrüstung unserer Bundeswehr, die einseitige, nichts daran geändert hat, dass wir mit einem aggressiven Russland umgehen müssen.